Mr. Chairman, thank you. I've often asked myself the question, why would a successful country that's enjoyed 1,000 years of independence give up its right of self-government to the unelected non-entities that we see sitting before us this morning? And the answer that comes back from the Foreign Office and the great of the good is that we must have influence in Europe. We must have a seat at top table and we can change things. We've done our best to prove what good Europeans we are. We go on paying you £50 million a day. We've helped the Euro bailout fund, even though we didn't join the currency, thank goodness. Wahrscheinlich ist sie Staatssekretärin, dann kann ich sie nicht in einen Privatgarten stellen. Wenn es dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen. Viel Logik davon aus. Schau, du bist ganz schmutzig. Den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen. Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich rumlaufen wie er. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mir doch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagebesprechung gehe und mit Farbstiften hantieren muss. Tells him where to...